So. Machen wir mal so. Wir gehen auf jeden Fall aufs Reliktschild und wir gehen auf den Ward hier. Ich weiß nicht, wo Gwen anfängt, aber die Leute warden immer recht schnell, ne? Mittlerweile. Bei den Buffs, von daher. Ich muss ein bisschen leiser reden, wenn meine Freundin pennt und es ist gefühlt 3 Uhr in der Nacht. Ich könnte mal versuchen, den einfach rauszukommen, oder? Oh, nice. Could you stop, please? Okay, die hat auf jeden Fall nicht beim Blue Buff angefangen. Das ist schon mal eine gute Info. Hallo? Ich bin's, der Robomann. Also wenn ich wen hucke, dann muss ich den hier so hinhucken, ne? Damit der direkt von Vayne in die Wand gestoßen wird. Oh, da ist ein Ward drin gewesen, lol. Interessant. Früchte hier einpacken. Nehmen wir einfach alle. Nein, Masayi, tu es nicht. Tu es nicht, Mr. Yeet. Na gut. Ich glaube, da können wir nicht mehr helfen, ne? Aber wir haben den Flash bekommen und hier ist ein Ward drin gewesen gerade. Und wieso sehen wir den jetzt nicht mehr? Habe ich mich verguckt oder war da gerade ein Ward drin? Jo, als ob das nicht getroffen hat. So sad. Ich glaube nicht, dass wir die hier fighten können, ehrlich gesagt. Hehe, he survived. Wenn du kurz da bleibst, kannst du auch die Wave farmen. Oh, schade. Ich bin einfach die Grab-Maschine. Aua. Piep, piep. Ich noch bellen? Ich meine, ich bin gleich Level 5, ne? Jo, ich dachte, ich habe hier Leute mit dabei. Weil sie hat ja keinen Flash haben, ne? Deswegen. So, das mal mit. Ich nehme einfach das hier. Das ist immer nutzvoll. Aatrox ist leider gestorben. Sieht so goldmäßig aus. Also wir führen ein bisschen, ne? Toplane und Mitte nicht unbedingt. Ja, Toplane und Jungle meine ich. Ich meine einfach Master Yi Jungle, das ist immer schwierig. Alle Huften, wunderschön. Dann gehen wir wieder, weil wir haben keine Vision. Ja. Nicht, wo die Gegner sind. Problem ist immer, ich grab Leute ran, aber das reicht dann nicht für den Kill. Und dann stirbt einfach jemand weg. Das ist ein bisschen schwierig. Aber das Problem war auch, dass ich die Nami gegrabt habe. Ne? Ich darf eigentlich nicht die Nami grabben. Weil dann muss ich die Kaiser irgendwie holen, dann muss die im CC sein.
Nice, Flash von ABC. Richtig. Ist ja gerade. Habt ihr gerade den Flash massiv gesehen? I can't. Das, habt ihr es gerade gesehen, wie der geflasht ist? Der ist einfach auf der Stelle geflasht, anstatt über die Mauer. Und dann war auf der anderen Seite einfach stuck. Das war interessant. Der ist einfach durch die Dings durchgegangen, ne? Durch die Gwen. Und dann hat sie Annie gegrabt. So, ich base hier mal. Ist eigentlich gut, das Item hier für mich. Weil ich damit ja den Annie Burst abfangen kann, ne? Tatsächlich ist es, glaube ich, gut, weil wenn ich ranhucke und dann Annie ultet, kann ich den Burst abfangen. Jetzt zum Beispiel. Moin. Komm mal zurück. Ich werde nichts sagen, aber vielleicht bin ich einfach ein richtig krasser Blitzcrank, Leute. Vielleicht will ich einfach der Roboter machen. Okay, was? Komm her. Vielleicht bin ich einfach der heftigste Roboter, Mann. Vielleicht auch nicht. Okay, Botlane, I guess. Any Flash raus, nur mit. Any Flash ist eigentlich immer eine sehr wichtige Sache. Deswegen. Moin. Lol, was war das denn? Habt ihr es gerade gesehen? Der Master hat sich mit teleportiert mit der Kaiser-Ultimate. Das hier. Ja, aber der Arthur wird sehr viel Gold bekommen. Wir wollen noch 200 Gold für den Heine hier, ne? Für Windows Approach. Aber der Arthur ist auch wieder so fett. Ich weiß noch nicht, was das jetzt war, aber. Was machen die beiden da? Hä? Was war das denn so wieder, ey? Oh, ich dachte gerade, der Arthrux ist so fett und da gibt er einfach mal dem ADC hier einen schönen fetten Shutdown. Schmackhaft. Der nächste Clown. Aber wusste ich. Oh Mann, oh Mann. Das Game sah doch so gut aus, Leute. Das Game sah doch so gut aus. Ah, lass mich in Ruhe. Ich will nicht mehr zur Vayne, aber ich will auch nicht mit der Katarina spielen. Alter, bin ich der krasse Roboman.
Guck mal, die beiden in der Mitte haben überlebt und ich bin auch noch rausgekommen. So. Brauchen auf jeden Fall erstmal Anti-AP, ne? Ich glaube, ein bisschen Masters ganz gut hier. Aber das bufft halt auch noch indirekt unsere Katharina. Das ist sehr, sehr gutes für uns. Oh, das ist so ein edgy Full Damage Aatrox, ne? Ohne Bruiser Items. Ihn getroffen, oder leider. Wieso fangst du da einfach den Drake an? Keine Ahnung. Ja, wir haben ihn bekommen, aber. Aber zu welchem Preis? Wir haben den Drake bekommen und haben dafür leider nur 4 Kills bekommen. Und den Midlane Tier 2 Turm. So, mal den Ding hier kaputt. Okay, die ist schon dead. Also, es wird Zeit, etwas zu hooken. Oh, die weiß. Die Ende der weiß Bescheid. Das ist alle hier. Er war auf Glück mal reingehuckt. Dinger hier mitnehmen. 9. I tried. Ich habe versucht, ihm zu helfen, aber dem Aatrox ist nicht mehr zu helfen, leider. Und den beiden auch nicht. Nicht mehr zu helfen, den Leuten, ne? So, 800 Gold für Dings. Die Vayne schaut leider nicht auf die Map, viel zu weit vorgepusht. Obwohl, da hätten wir nicht mal auf die Map schauen müssen, um zu wissen, dass die da hinkommen, ne? Da hat nichts mit Map-Gucken zu tun. Also dem will ich eigentlich nicht mehr helfen. Die beiden sind... Eigentlich kann ich hier niemandem helfen. Oder? Man hat das gecharged. Sehr gut. So, holen wir unser Item kurz. Das Problem ist, dass wir kämpfen, ne? In der Zeit, wo ich gerade gepinkt habe, ich bin weg. Die fightet einfach die Camille mit Hullbreaker. Why not? Aatrox und die Vayne müssen theoretisch einmal Lanes tauschen. Weil Vayne ist irgendwie die ganze Zeit am Splitten und Aatrox irgendwie in der Mitte rumhampeln. Weil für unser Team wäre es eigentlich gut, wenn Aatrox splittet und Vayne in der Mitte rumhampelt. Das wäre eigentlich ein Biss. Ich
sterben einfach alle rein. Don't know what to do. Sterben einfach alle rein. Help. Ja, jede Hilfe kommt zu spät. Ist das Baron für die Gegner? Zumindest dran. Sniper-Gott. Junge, Junge. Ich würde lieber den Drake nehmen, aber... Jetzt hören sie alle auf mit dem Baron, oder was? Ich hab ihn, glaube ich. Dieses Game ist das gefährlichste Game, was ich für je gespielt habe. Das musste ich gerade den Baron smiden. Oh Junge. Was baue ich hier draus eigentlich? Gar nichts. Will ich das auch nicht haben. Sehr gut, Baron haben wir secured, Leute. Doppel-Drake, Baron-Buff. Wir haben ein paar gute Items. Job. Die haben wir noch gehuckt hier. Ein Blue-Buff mit. Yummy. Wir auf jeden Fall den Turm. Wir bräuchten Anti-Heilung, ne? Das wäre ganz cool hier. Rennen, wir haben overextended, Leute. Der hat einen Revive, der Master Yi, ne? Oh no. Wieso haben wir das so geintet? Wir haben ja denselben Int gemacht wie das ganze Team. Einfach nur reingerannt. So. Wir wollen, denke ich mal... Man passt sich irgendwie an, weißt du, wie ich meine? Na, ich guess, wir gehen wirklich einfach Eisborn, würde ich sagen. Ich guess, wir gehen einfach Eisborn, huh? Wir haben 30 Sekunden, dann kommt Elder Drake und andere. Wir hoffen, dass unser Team derweil nicht stirbt, ne? Engage.
Elder Drake, wenn ich einen guten Hook habe, sei mal ein Kill. Good job, Team. Andy lebt noch. Nice. Well done. Wir haben tatsächlich gegen den Hook gelandet. Leute, ich glaube, Blitzcrank ist gigabroken. Ich glaube, du kannst mit Blitzcrank so viele Games einfach carryen durch deine Hooks. Ich habe das Gefühl, der ist wirklich sehr, sehr stark. GG's.